Was anders lustig ist, was man ist mittlerweile, glaube ich, ich weiß nicht, ich bin anscheinend echt alt geworden. Ich habe jetzt etwas in einem, wo war ich denn da? In irgendeinem Supermarkt war ich. Und ich wollte mir das schon lange mal bei Amazon bestellen. Kennst du Scrub Daddy? Wie schreibt man das? Scrub Scrub Daddy. mit Doppel-B und Teddy? Wie ein Teddy? Na, Scrub, weiches Ja. B. Und dann Daddy, einfach Dora, Anton, Doppel, Dora, Y. Na? Geh mal auf die Website von seinen, dann siehst du es besser. Und zwar, geh mal da, weiß ich nicht, geh mal da links unten, der genau den. Und zwar, das ist, ich glaube, das ist echt der beste Putzschwamm, den es gibt. Nicht gleich, weil er auch auf der einen Seite super seltsam ausschaut, aber das Ding hat zwei Eigenschaften. Du kannst den mit heißem Wasser, wird das super weich und du kannst dann, zum Beispiel, kennst du die Ja, Bialetti-Mokka-Maschine? natürlich. Ich habe da unten diesen Wasserbehälter und ich komme da mit nichts gescheit zum Reinigen rein. Normalen Schwamm. Ja, na, aber und oben ist dann dieser Teil, wo der Kaffee gekocht wird und da ist in der Mitte so, da ist so wie so Ja, runde. dieses Rohr, wo der Kaffee, wo das Wasser nach Ja, einem genau, durchgeht. dieses Ja. Rohr. So, du kommst da, wenn ich mit dem Schwamm da normal reinfahre, kann ich das nicht gescheit putzen, weil ich kann den Druck nicht aufbauen. Und dieser Schwamm hat mir das jetzt endlich ermöglicht, diese Bialetti von innen vernünftig zu Ich reinigen. hau den Geschirrspüler. Das darfst du Das, ich hab die Edelstahl. nicht. Du hast die Edelstahl. Ja, Du hast die Edelstahl, weil ich glaube, ich habe die Alu. nein, Alu, der ist nicht ein Geschirrspüler drin. Ja, so. So, ihr habt die Alu und ich krieg das Ding nicht sauber. Und deshalb, Scrub Daddy hat einen Vorteil, wenn du ihn mit kaltem Wasser sozusagen drängst, ist er steinhart, also ist er bockhart. Und wenn du mit heißem Wasser drängst, ist er super weich. Kannst sogar für Teflonpfanne Ich verwenden. finde das cool, dass der die zwei Augen hat, wo du die Finger reinsteckst zum Drehen. Das meine ich genau damit. Das ist das Geile dran, dass das Ding, vor allem, es ist, ich habe das dann selber daheim probiert, habe mich echt gefreut, den Schwamm auszuprobieren. Habe ihn einmal mit kaltem Wasser bedrängt, dann ist er super wie ein Stein. Und einmal mit warmem Wasser, dann ist er super weich. Und ich mache, das gibt's nicht. Wie funktioniert denn das? Gibt's als Scrub Mummy. Okay. Ja, da gibt es alles. Also das ist. Das ist du hast ihn jetzt in den Einkaufswagen reingetan. Ja, ich sag dir, das ist der beste Schwamm, den du jemals gehabt hast. Er ist zwar nicht günstig und das Beste ist überhaupt nur, du kannst ihn in der Waschmaschine waschen. Naja, dazu nur ganz kurz ein kurzer Einwand, was ich gelernt habe in einem von den letzten Science Busters Podcasts. Ja, wascht Schwämme nicht in der Na, Waschmaschine. generell, um Keime zu töten, braucht man 100 Grad. Ja, Also, das. oder ein sehr starkes Reinigungsmittel. Ja, genau. Also, wenn, dann eher auskochen wie in der Ja, Waschmaschine. das kannst du mit denen aber auch, das ist das Tolle, der macht alles Ja, mit. das ist ein geiles Teil. Also das ist der Hammer. Und es gibt sogar noch etwas, also der, vor allem der ist auch richtig groß, der ist nicht so wie ein normaler Schwamm, der ist wirklich riesig. Cool. Also, ganz ehrlich, das Ding ist super. Das ist wirklich, das ist, ja, das, also der Schwamm ist ein Highlight. Also, und der putzt auch wirklich extrem gut. Ja. Overengineering mit Putzschwämmen. Aber ja, cool. Die Idee ist ja schon cool, ja. Cool.